Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Monster Hunter World Beta. Wir werden jetzt die andere Map erkunden. Ich hatte es ja in der letzten Folge angekündigt. Nein, wir wollen es nicht neu bearbeiten. Die Wildturmödnis. Wildturmödnis. Und da steht auch neunmal ohnmächtig geworden, ist halt eine Scheiterbedingung. Wie gesagt, das ist nur in der Beta aktuell. Ne? In der Vollversion, in der normalen Version, also, ne, wenn, also Vollversion. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Im richtigen Game wird es halt ganz normal, wie in den ganzen anderen Teilen, auch nur dreimal sein und die Zeit abgelaufen. Blöd ist natürlich, dass man nur 20 Minuten hat. Ich denke, dass man nachher wieder seine 45 Minuten, 40, 45, ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie lange das war. Sorry. dass man seine 45, ich glaube 45 Minuten war das. Also man wieder seine 45 Minuten hat pro Quest. Und ja, hier hat man halt nur 20 Minuten. Ziemlich doof, aber okay. So, gehen wir mal rein. Und wir werden natürlich oben starten. Die Frage ist... Ja, wir starten mal 11. Bin mir nicht sicher. 11 und 15 kommt man von... Ja, wir starten 11, komm. Wir starten 11, ich denke mal von 11 kommen wir zu 15, aber nicht von 15 zu 11, von daher... So, Ausrüstung ändern. So, genau, in der letzten Folge hatten wir die Gewehrlanze gespielt und ziemlich gut gefailt bei dem Rathalos. Machen wir nicht. Wir nehmen mal den Horn mit. Einfach nur, um mal kurz zu gucken, wie das halt so abgeht. Könnt ihr mal kurz das Video anschauen. An sich, ich bin halt auch kein Fan davon, weil ich halt, ja, nicht den Supporter spiele. Mit dem Horn kann man aber gut die Kameraden supporten, indem man halt Buffs gibt. In Heilung, Angriffsbuffs, Verteidigungsbuffs und was Buffs. Und ja, hier hat man die Noten. Tatsächlich weiß ich jetzt nicht, was die Noten können. Gucken wir mal kurz. Wir haben hier die Selbstverbesserungen, Angriff hoch, Gesundheitsboost und Winddruck negiert. Ah, und Verteidigung hoch. Also, ja, Verteidigung und Angriff ist jeweils S. Das ist, was wir halt immer von vornherein machen hier mit dem Essen. Aber der Gesundheitsboost ist auch noch ziemlich cool. Da kann man sich halt nochmal heilen. Müssen wir mal gucken, wie wir die Noten gleich machen können. Wir haben drei Noten, also ist halt eigentlich nicht so schwer. Wir müssen halt uns nur die Reihenfolge merken. Ansonsten können wir, glaube ich, in-game nochmal nachgucken. Oh, die sieht aber auch fett aus, Alter. Die sieht fett aus. Gefällt mir. So, Angriff-Talisman lassen wir drinne. Gleiter, die haben wir jetzt gar nicht ausprobiert, ne, die Gleitermantel. Ja, nehmen wir jetzt nochmal mit. Werden wir gleich mal nutzen, wenn wir irgendwo runterspringen. Palico passt, alles klar, gehen wir los. Schon wieder fast drei Minuten nur mit der Auswahl hier wieder verschwendet. Ach, es tut mir leid. Ich guck mir aber auch gerne einfach an. Ja, gut, ich habe mir schon mal angeguckt, aber die ganzen Waffen habe ich mir noch nicht alles angeguckt. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Einen Moment. Ach, so. Mein Hals ist nämlich etwas angegriffen. Wegen den letzten Tagen. Ein Monster, das der Forschungskommission mächtig Kopfschmerzen bereitet, ist wieder aufgetaucht. Wir haben nur Gut, dass ich das einfach mal skippen kann, indem ich einfach esse. Essen kann ich auch skippen, wenn ich wollte. Wir gucken es mal an. Ich krieg gerade richtig Hunger. Ich werde nach der Folge mal was essen. Ah ne, einen ist nur danach. Aber so wie das hat gestern beim Spiel, hätte das andere da auch irgendwie mit Rotem. Ja. Kann man hier runter? Kann man hier theoretisch runterspringen? Wir. Ne, kann man nicht. Okay. So, schauen wir mal. Was gibt es hier Schönes? Gegengriffkraut kennen wir schon. Ich muss erstmal die ganzen neuen Sachen... Also normalerweise sieht es halt ganz anders aus. Kann man die fangen? Kann man Fledermäuse fangen? Komm mal her hier. Komm mal her hier. Okay, die werde ich nicht mal einholen. Achso, ich muss ja auch noch ausrüsten. So. Was haben wir hier? Achso, das haben wir ja schon. Zack. Die Omenfliege. Falls hier tatsächlich was sein, wir gehen mal hinten, da leuchtet schön lila. Was haben wir hier? Knochenhaufen. Ja, das sieht auch sehr gut aus. Achso, ja. Nicht X, sondern Kreis drücken. Aber man kann sogar gleich mehr im Fall. Monsterknochen S, kennen wir schon. Auch nochmal Monsterknochen S und Monsterknochen S. Okay, war alles nur dasselbe. Was haben wir hier? Bitterkäfer, das kennen wir auch schon. So, und hier haben wir den Leuchtmoos. Genau. Leuchtmoos kann als Schleudermunition verwendet werden. Schieße es an Wände, um dunkle Bereiche zu erleuchten. Ah, okay. So, hier haben wir auch Echsen. Zuck, gleich zwei Stück gefangen, oder? Wildturmgecko. Gibt auch Punkte.
Wahrscheinlich halt, um, weiß ich nicht, Jägerrang zu erhöhen oder so, keine Ahnung. Mandragora haben wir schon kennengelernt in der letzten Folge. Schauen wir mal. Ich habe hier gerade was gehört, ne? Glaube ich. So, wir sind jetzt bei 11 immer noch. So, ich würde hier eigentlich gerne hoch. Aber anscheinend kommen wir doch nicht hier zu 15, oben zum anderen Lager. Wie komme ich denn jetzt? Müssen wir mal kurz schauen. So, hier lang. Aha, hier hoch. Okay. Hier haben wir Erze. Erdkristall. Und Eisenerz. Cool. Kennen wir schon. Ja, auch nochmal Leuchtmoos. Aber haben wir ja gerade voll. Ah, guck mal, was haben wir denn hier? Bitterkäfer. Man übersieht das auch einfach mal gerne, ne? Aber ich nehme natürlich immer gerne alles mit. Also nachher wird sowieso so hart gelootet. Was sind das hier für Plätze? Ne, hier ist Schluss, wie es scheint. Man kommt also doch nicht hoch zu 15. Werden wir ein andermal nochmal bei 15 starten, wenn wir nochmal hier die anderen Viecher klatschen wollen. Dickhäutige Frucht. Aha. Aha. Eine Frucht aus der Wildumödnis. Harte Schale, saftiger Kern. Ein Kontoobjekt, was einfach nur Punkte gibt. Schön. Schön, schön. So, wollen wir mal kurz die Waffe ausprobieren? Das Jagdhorn ist eine Nahkampfwaffe mit unterstützenden Melodien, die dich und dein Team stärken. Ja, du solltest jetzt nicht wieder wegstecken. Also, gucken wir mal. Hey, wieso steckst du die Waffe wieder weg? So. Mit Dreieck haben wir die weiße Note. Setzen wir zweimal ein. Ah. Aha, okay. So, dann können wir... Hey, ich bin doch oben noch am Lesen. Schön, dass es oben angezeigt wird. Wir können jetzt noch den Winddruck negieren. Mann, ich dachte, wenn ich mich bewege... Okay, ich muss Dreieck und Kreis gleichzeitig drücken und... Nein, das war falsch. Aber komm, machen wir hier... Ah, okay. Ist sogar gar nicht wichtig, in welcher Reihenfolge du das machst. Gut zu wissen. So, machen wir das nochmal und nochmal. Und... Kreis, genau. So, und dann... Winddruck negiert. Gut, später hat man das dann hoffentlich drinne. Die ganzen Moves. Ich glaube aber nicht, dass es halt meine Waffe wird. Ich werde es natürlich nachher öfter spielen, denke ich schon. Einfach nur, um halt ein bisschen Vielfalt, ein bisschen Abwechslung zu bringen in den ganzen Folgen, in der Vollversion. Aber, ja. Ein Profi werde ich wahrscheinlich nicht damit werden. Müssen wir mal schauen. So, wo komme ich denn jetzt hier runter? Das ist eine gute Frage, oder? Hier rum. Und dann hier raus, wie scheint. Ah, guck mal, sind wir unter Wasser, okay. Hier haben wir... Ah, das ist ein Bitterkäfer wieder, okay. So, jetzt sind wir tatsächlich auf der Map. Wir haben wieder gut Zeit verschwendet da vorne. Jetzt können wir uns die Ödnis ein wenig anschauen. Guck mal, was da rumschwimmt. Ich möchte mal kurz nur den Namen einfach gucken. Ich möchte nicht gegen ihn kämpfen. Ich möchte einfach nur mal kurz anhitten, um zu wissen, wie der heißt. Ich habe den Namen einfach nicht intus. Es gibt ein ähnliches Vieh. Ich denke mal, das ist so eine Zap-Klasse hier. Ein Juro... Was? Ein Juraturus. Heißt du wirklich so? Heißt du wirklich Jurutadus? Alles klar. Gut. Ist neu, definitiv. Ist auf jeden Fall ein neues Monster. Ah, ne, wir müssen hier sogar lang. Wir müssen ihm folgen. Bin mir gerade gar nicht sicher. Ihr seid die anderen Viecher. Die Gaos? Ja, oder? Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Die Namen werden natürlich nachher, wenn ich die... Er springt einfach hoch. Wenn wir die Vollversion spielen, werden die einfach nachher wieder bei mir einbrennen. Jetzt in der Beta habe ich die jetzt nicht so alle Intos. Ach, guck mal. Kann man die Fische fangen? Komm mal hier. Ja, man... Lol, man kann die Fische so angeln. Ein Bärs-Arowana. Wie cool. Die sind halt wichtig. Also die Arowana-Schuppen, die braucht man einfach mal des Öfteren für Rüstung und so. Finde ich cool, dass man die einfach so hier sammeln kann. Mit dem Fangnetz. Natürlich ist jetzt die Frage, ob jetzt nur in der Beta die Fangnetze unendlich sind oder ob es halt auch in der Vollversion ist. Ich denke aber, dass in der Vollversion
einfach nur eine begrenzte Anzahl an Fangnetzen hast, die du halt pro Quest halt einsetzen kannst. Also muss man halt tatsächlich gut zielen und dann halt sich entscheiden, also Prioritäten setzen, was man denn da halt in der Quest haben möchte und, ne, und was nicht. So, jetzt müssen wir aber mal raus hier. Ich bin hier die ganze Zeit im Gebiet 10 und will doch mal einfach mal hier ein bisschen erkunden. Also hier ist einfach nur sehr viel Wasser, einfach viel Sumpf. Ganz schön der Morast hier. Oh, da kommt der Barov. Ist das der Barov? Wo ist denn der? Da. Nee, das war wieder dieser Jurutarus oder wie der heißt. Man hat es halt auf der Karte gerade unten links gesehen. Interessant. Diesmal dann nicht. Diesmal schwamm er nicht? Schwamm er nicht? Er ist nicht geschwommen? Sagt man das so? Das hört sich irgendwie falsch an. Er ist diesmal einfach nur gelaufen. So, euch kann ich auch wieder füllen. Ja, siehst du, also wäre ich jetzt nur fünfmal, hätte ich jetzt schon dreimal verkackt. Hallo? Hab ich ihn jetzt? Jetzt habe ich ihn. Einmal will ich ihn wenigstens. Ich stelle mich aber auch an, ey. So, hier ist eine kleine Absenke. Na, was ist Absenke? Ah, hier hat man den Barov bekämpft. Wenn er abhaut, das ist der letzte Spot, glaube ich, von ihm. So, Fußspur. Die wollen wir aber nicht folgen. Wir wollen einfach nur die Karte erkunden. Das Horn, der Horn, das Horn. Das Horn verdeckt einen schon eine gute Sicht, ne? So, ja, ich bin etwas kränkele, deswegen verzeiht mir, wenn ich da ein bisschen komisch anhöre oder ein bisschen huste oder ein bisschen jauchze und schniefe. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Aber ich möchte trotzdem halt die Beta aus. Oh, wohl, ich dachte, da wäre jetzt ein Barov. Möchte trotzdem die Beta halt ausnutzen und euch die Videos jetzt hier dazu zeigen. So, gehen wir mal hier rein. Hier war ich noch nicht drin, ne? Das sieht doch cool aus hier. Ich denke mal hier. Was könnte denn hier sein? Hier war sonst immer so ein Yagi oder so. Also bei solchen Maps waren immer Yagis. Ich denke mal, hier werden dann irgendwie andere Viecher sein, die halt nicht in den Sümpfen großartig zu sehen sind. Wäre cool, wenn es jetzt hier irgendwie eine Abkürzung wäre, wo man dann runterrutschen kann oder so. Aber es ist leider nicht. So, gehen wir mal hier weiter. Hier haben wir nochmal zurückgucken. Ah, das sieht schon verdammt nice aus, ey. Das sieht so nice aus. So, was ist das denn hier? Eine Nadelbeere. Kennen wir auch schon. Daraus kann man Muni machen. Ui, warte mal. Was bist du denn? Was bist du? Hallo? Ich will mal Fangnetz. So, wo ist es hin? Ist verschwunden, ne? Die verschwinden einfach. Aber dich kann ich machen. Na, komm her. Komm schon mal her. Hab ich dich jetzt? Ja. Ach so, Schäferhase, genau, das hatten wir ja schon. Das hatten wir schon mal, die sind auch neu. Gehen wir denn hier lang? Gehen wir mal hier lang. Oh, nur noch 10 Minuten. Wir haben gerade mal hier die drei Gebiete hier erkundet. Von 11, 10, 9, ja gut, das sind doch 4. Ja, gehen wir aber mal weiter. Wir haben auch ziemlich viel Zeit am Anfang verplempert. Feuerkraut kennen wir auch schon. Kann man jetzt hier hoch? Ah, hier kann man hoch, ne? Hier kann man nicht. Schade. Hier kann man nur runter, wie es scheint. Nur runter. Müssen wir rumlaufen. Ein Kelbi! Mit kleinen Hörnern. Schade, hier kann man nicht so kommen. Ah, cool. So, Nadelbeere. Ganz schön viele. Ah, guck mal hier. Das sind ausgewachsene wahrscheinlich. Er hat auch Hörner. Nee, die andere hat ja noch nicht Hörner. Okay. Lassen wir das mal. Können wir später nochmal genauer drauf eingehen. Feuerkraut. So, genau. Hier müssen wir halt rumlaufen und hier könnte man dann halt runterspringen. Wenn man es wollte, aber wollen wir jetzt nicht. Wir wollen ja nur die Karte weiterkunden. So, hier. Das sieht interessant aus. Es gibt wahrscheinlich mehrere Städte, Länder, whatever. Ist das? Guck mal, da hinten sieht man gebautes. Ich denke mal, da wird dann so ein Dorf sein. Ah, zum Hauptquartier. Hier ist ein Hauptquartier hinten. Interessant. Ich denke mal, in den verschiedenen Karten, Maps und so, wirst du halt auch verschiedene Hauptquartiere haben, wo man dann hin kann. Wovon man halt auch starten kann zu den Maps. Ist doch geil. Ist doch geil. Finde ich cool. So, schauen wir mal. Den Rotkern. So, wir wissen, dass auch auf dieser Maps drei Monster sind.
Lustig wird es natürlich nachher, wenn wir versuchen, in der Challenge die Monster zu klatschen. Wir haben jetzt also vier Monster noch, die wir klatschen wollen. Einmal bei der Urwald ist es der Rathalos und... Nee, nur Rathalos tatsächlich, weil das zweite Monster ist ja der Anjanath, den haben wir ja schon in der dritten Quest fertig gemacht. Und hier auf der Map haben wir den... Boah, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Yudu Datuf? Keine Ahnung. Das Vieh, was wir ja gerade von entdeckt haben. Und hier ist noch ein Diablos. Was ist das für ein Pilz? Blaupilz, ja. Hier auf der Map ist noch ein Diablos, den wir dann auch noch killen wollen. Zumindest versuchen. Das kann natürlich echt hammerlange dauern. Oder vielleicht schaffen wir das sogar gar nicht. Aber es geht halt nur darum, die einzelnen Monster zu knallen, also Diablos und das andere Vieh. Nicht unbedingt halt die Quest zu schaffen, weil Quest ist natürlich Barov hier. Und das werden wir wahrscheinlich nicht gleichzeitig schaffen. Barov, wie lange haben wir da gebraucht letztens? Bin gar nicht mehr sicher. So oft geklatscht, ich weiß gar nicht mehr, welche Zeit von was ist. So, jetzt sind wir hier in Gebiet 6. Wir haben noch knapp 7 Minuten, aber Gebiet 6 ist ganz schön groß. Schauen wir mal. So, können wir das hier eigentlich alles mal ein bisschen überblicken? Ja, ein bisschen, ne? Sieht auf jeden Fall Hammer aus. Sieht so gut aus. In den 3DS-Teilen war das einfach mal vielleicht ein Drittel davon oder so, wo du halt mal runterspringen kannst und dann hier oben kämpfen, Countess und so. Das war, also klar, ne, PS4 hat einfach viel mehr Speicher, kann viel mehr rennen und so. Ist einfach ziemlich cool. Nitro-Pilz, den kennen wir auch. Damit machen wir nachher die Energy Drinks. Ein schwer zu findender Pilz, der enorme Hitze erzeugen kann. Ja, oh, was haben wir denn da hinten? Da leuchten ein paar Sachen grün. Sind das Palikos? Hier haben wir wieder Streunüsse oder wie heißen die? Zack. Ja, Streunüsse, genau. Bin mir nicht sicher, für was hier alles gut sein sollen. Wieso seid ihr so aufgeschreckt? Nicht wegen mir, oder? Wahrscheinlich doch wegen mir. Keine Ahnung. Gehen wir mal kurz hier hinten hin. Zu den Viechern da. Es tut mir leid, ich wollte euch nicht aufschrecken. Macht ruhig weiter. So, was seid ihr denn Schönes? Leibwächter? Aha. Und was bewacht ihr? Unser kriminelle kühne Kumpel hier meint, er wird uns bei unserer Untersuchung helfen. Aha, cool. So, was können wir hier erzen? Erdkristall, Eisenerz und Machalit-Erz. Machalit-Erz kennen wir aber auch aus den älteren Teilen. Auch nichts Neues. So, schauen wir mal weiter. Auf jeden Fall ziemlich groß hier. Alles ziemlich steinig hier. Gehen wir mal ins nächste Gebiet. 5 Minuten nur noch. So, hier haben wir Dünen, wo man auch runterschlittern kann. Ui. Ja, passt. Gehen wir mal hoch. Da oben scheint noch irgendwas zu sein. Was war das? Da wurde mir doch gerade was auf der Karte Dein angezeigt. Ausdauermaximum ist gesunken. Iss ein gebratenes Steak, um es wiederherzustellen. Oh, das ist das erste Mal, dass er, dass sie, nicht er, dass sie mir das sagt, ne? Komm mal, ich finde auch den Hintergrund einfach. Also da kommt man zwar nicht hin, aber die Background, Kulisse, sage ich mal, die sieht einfach auch so nice aus. Sieht einfach total cool aus. Ich bin geflasht. Und ich werde das immer sagen. Dass es so geil aussieht. So, Monsterknochen S kriege ich auch mal M und L. Nur S. Bisher habe ich nur S. Felsknochen. Oh, Felsknochen? Ist Felsknochen neu? Bin mir gerade nicht sicher. So. Ich denke mal, aber dann haben wir hier soweit alles durch. Und auch die ganzen neuen Sachen hier kennengelernt. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Der Vogel. Zack! Das erste Mal, dass wir so einen Vogel haben. Ekelgeil! Haha, wie gut! Ein aasfressender Vogel, der Fleisch vom Kadaver frisst, wird oft in der Luft über großen Monstern gesehen. Was? Ja gut, er war ja nicht in der Luft. Wie gut! Ekelgeier heißt er einfach. Was haben wir denn hier noch? Kann man... Das sind doch Hülsenbeeren, die man... Ach guck mal, die folgen uns sogar jetzt live. Man kann die einfach in der Quest...
ja, rekrutieren, sage ich mal, und dann einfach mal mitnehmen. Finde ich cool. Wuhu! Yeah, Baby! So, dann sind wir durch, ne? Sind wir jetzt einmal im Kreis gerannt? Ne, wir haben jetzt hier. Warte, wir gehen nochmal kurz zurück. Wir haben ja auch knapp 3 Minuten. Hier würden wir jetzt. Ah, hier unten ist das andere Vieh. Das ist cool, dass es einfach die ganze Zeit auf der Karte zu sehen ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das nachher in der Vollversion auch so ist, dass du den halt die ganze Zeit siehst. Hier wahrscheinlich nur, weil man halt begrenzte Zeit hat. So, wir gehen jetzt nochmal links lang. Das ist aber komisch, dass wir jetzt den Barov und den Diablos in dazwischen. Also wir werden wahrscheinlich den Diablos jetzt gleich sehen. Aber dass wir den Barov nicht gefunden haben. So, zack. Hier kann man auch eine Schlucht sehen. Sieht auch sehr gut aus. Sehr viel Detail. Ich mag es. Ich mag es sehr. So, hier ist noch so ein. Eine enge Passage. Da hinten ist auch noch so ein Vieh. Alte Fußspur. Ja, hier ist also mal weg lang gelaufen. Ah, hier könnten wir wieder ein Monster fangen. Da müssen wir dann in der Vollversion mal ausprobieren. Ich glaube, das werden wir hier in der Beta nicht schaffen. Dafür müsste ich keine Ahnung, wie viele Versuche haben. So, hier drinne. Lustig, dass man hier einfach durch die Spinnennetze laufen kann. Ah, hier waren wir noch, oder? Doch, hier waren wir schon. Hier waren wir schon. Sind wir durchgelaufen letztens, glaube ich. So, ah, hier ist das Lager. Okay. Gut. Super, dann denke ich mal, haben wir jetzt alles erkundet. Falls ihr mehr sehen wollt, na gut. Ich glaube, ja doch, wenn die Folge rauskommt, dann ist die Beta leider zu Ende. Leider, leider, leider. Vielleicht verlängern sie es auch. Müssen wir mal schauen. Weiß ich natürlich jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht. Aber gut. Die Zeit wird gleich zu Ende sein. Gehen wir mal kurz los. Mal gucken, ob ich jetzt noch die anderen beiden finde. Hallo? So, schnell, 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 schnell. Sprinten wir jetzt mal kurz hier los. Was ist da oben? Guck mal da oben. Was? Da kann man jetzt hier. Ne, warte mal. Kann man jetzt hier so? Alles klar, dann einmal zurück. Oh, zack. Ah, wie cool. Da kommt man hier einfach hier oben rauf. Wie gut das ist. Kommt man einfach. Ey, das finde ich nice. Einfach anvisieren. Ein Keilkäfer. Zack. Und dann ist man jetzt zum Beispiel hier oben drauf. Wo man jetzt. Ja doch, kommt man hier, ne? Ja, hier kommt man auch so einfach rauf. Aber einfach. Ey, das finde ich ja richtig genial. Das finde ich richtig cool. Gut, dass ich das noch gesehen habe. Runder Kaktus. Kaktus. Kakteen. Kakteen, ne? Das sind die Matze. Sind auch neu. Narrenkaktus. Schade, dass ich den Text jetzt nicht mehr lesen konnte. Ja. Genau, richtig. Super. Das war die Wildturmödnis. Ich hoffe, wir haben soweit jetzt alles erkundet und alles Neues entdeckt. Falls nicht, könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr noch was Neues entdeckt habt, was ich jetzt nicht gesehen habe. Alles spätestens in der Vollversion werden wir das dann auch noch wieder sehen. Und ja, hier steht's wieder ab Freitag, den 26. Januar. Und Vorbestellung ab sofort möglich. War schon vorher, aber ja. Gut, das war's dann für diese Folge mit der Erkundung von der Wildturmödnis. 2 neue Maps. Und ja, hat eigentlich nichts mit den alten Maps zu tun. Sieht auch nicht ähnlich, denke ich mal. So, zumindest jetzt meiner Meinung nach. Aber vielleicht habt ihr ja noch was entdeckt oder irgendwas gesehen oder habt irgendwie andere Meinung von. Einfach in die Kommentare schreiben. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge, wo wir uns dann mal versuchen, ja, versuchen zumindest den Rathalos zu killen. Also, bis dahin. Tschüss.